Hallo zusammen, mein Name ist Rachel Grabte und ich begrüße euch zu einem neuen Videoserie, die ich Random Raptor nenne. Wieso genau Random Raptor? Weil ich halt einen Panzerfahrer, den ich einfach zufällig auswähle und den in Randoms spiele. Was sich bis heute nicht bezahlt gemacht hat, weil ich einfach nur Drecksgefechte gekriegt habe. Nicht wegen dem Panzer, wegen dem RNG. Komischerweise, das erste Spiel war ziemlich gut, aber ich dachte, hey, komm, machen wir doch mal ein Video dazu. Dann ging es etwa 7 Runden, bis ich mal erstens ein einigermaßen gutes Spiel hatte für die englische Version und jetzt vorhin gerade mal getoo-shottet worden von M40 Artillerie, die im Platoon was und natürlich beide Instant Directed machen. Nochmal zum Thema, dass Arti gebalanced ist und so, ne? Arti ist gebalanced, da sie nicht genau ist. Ja, und dann fahre ich den Panzer und treffe weniger als eine Artillerie. Ja. Wargamings Logik ist meistens sehr schwer zu verstehen, wenn es um Artillerie geht und um normale Panzer. Ich kann noch so probieren, Hull down zu stehen mit dem Panzer. Arti kann dir trotzdem one-shotten. Naja, zu dem Panzer T43-3 war eigentlich dafür gedacht, ein Austausch zu sein für einen Typ 95. Den Typ gibt es ja nicht zu kaufen und so weiter. Sofort. Mal gucken, was wir gleich in der Mitte haben. Er ist eigentlich unique, also speziell im Sinne von der einzige Medium auf Tier 8 Premium, der natürlich schon mal dann verzielt. Naja, ich habe zu spät reagiert. Zu viel am Quatschen, zu wenig konzentriert. Aber ja, ist eigentlich der einzige Panzer mit einer 122 mm Kanone auf einem Mediumgestell als Premium auf Tier 8. Da gleich mal wieder in die IS-3, ne? Da kommt schon die erste die Schelle. 550 Schaden. Könnte ich bitte da draufschießen, genau. Ja, wie ich es mir gedacht habe, die ISO campt wie jeder gute TD da hinten rum. Und diese Raucheffekte sind ja auch mühsam, hey. Kannst du noch ein bisschen weiter zurückfahren? Schade. Er schießt Gold natürlich. Komisch, dass ich jetzt da am Dach gebounced bin. Ja, wir sind hier schon wieder überrannt, weil unsere anderen Heavys gedacht haben, hey, es ist eine gute Idee, irgendwo anders hinzufahren. Probieren noch ein bisschen Damage auf den Panther zu machen, bevor wir da flüchten müssen, ne? Unsere ISO hinten macht, glaube ich, ganz eine gute Arbeit, weil, wie gesagt, man sieht ja gar nicht, dass sie rumpushen. Gefällt mir, gefällt mir. Schönes Gold, mein Freund, schönes Gold. Auch interessant, dass du noch die Snapshots hinkriegst, ne? Mein Freund. Schade, schade. Dass man es nicht mal probiert mit AP. Sag sie mal ehrlich, ich könnte auch einfach Balls to the Walls Heat schießen gegen KV-5, ne? Oh, ich hätte länger warten müssen, ich war ja nicht mehr gespottet. Oh, Fehler, 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 Fehler. Oh, das ist ein SU. Oh, also der hätte jetzt durchgehen dürfen. Das ist schön in die Seite der Kanonenblende rein. Ich bin so schlecht gerade. Ich kann es nicht anders sagen.
Dammit. Physics, ladies and gentlemen, Physics! Come on, triff! Yeah, baby! Die HE-Schelle! Tactical HE inbound! So, mal gucken, ob wir noch die ISO kriegen, weil ich glaube, die ISO hat die kleine Kanone. Jetzt benutzen wir die Mobilität dieses Panzers. Ja. What? Er hat die große Kanone. Er hat die große Kanone. Der ist schon zweimal in mir gebounced. Wo gehst du hin, mein Freund der Sonne? Nein, jetzt ist es ein One-Shot. Fahr nicht runter! Oh mein Gott, du willst mich doch... Gut, 3 Kills, 1999 Schaden. Ja, doch, das geht. Noch einen lustigen Kill auf die ISU gekriegt. Ja, mit dem Spiel darf ich leben und kann ich auch leben. Ja, T43-3, Random Raptor in Random Games. Wie gesagt, leider nur 2000 Schaden. Ich habe so viel Damage auf dem Panther verzagt. Wir sind auch nicht gerade vom Besten vom Damage her. Tut mir leid für dieses eher das schlechte Spiel. Dennoch, die Kills haben es ausgemacht. Wir haben 3700 WN8 für diese Runde gekriegt. Der Panzer, bin es leider auch wieder runtergefallen, ich war bei 2,8 gestern, 2,6 Durchschnittsschaden. Dennoch, der Panzer macht mir Spaß, aber seid gewarnt. Emmerak, konstanter Schaden. Fuel Tanks, konstanter Schaden. Dennoch, der Panzer, er macht Spaß zu spielen. 3,5k Durchschnitt, Heist Damage und 99 Average. 10 out of 10. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Und wenn nicht, dann schreibt mir, ich soll das nicht mehr machen. Es war zu viel, wenn ich ehrlich bin, dieses Zeug zu spielen. Die ganze Zeit. Eieiei. Aber ja, T43-3, Random Raptor. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.